So, Aufnahme läuft. Wir sind wieder live auf Twitch und im Let's Play auf YouTube. Und wir müssen mal gucken, was jetzt zuletzt gewesen ist, beziehungsweise wo ich hin muss. Also ich war inzwischen Meridian, das weiß ich. Ich habe da so ein paar Aufgaben schon erledigt. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal mit so ein bisschen kleineren Nebenaufgaben erstmal noch weitermachen. Schauen wir mal. Eine Mieze. Und einen Kuss. Ih, nasse Nase, wie kriegt keinen Kuss? Huch, wo bin ich denn hier? Achso, in Meridian. Ah, ich war dabei, Metallscherben zu sammeln. Und brauche ein Lanzenhornherz. Genau, für welche Ausrüstung, glaube ich. Wir müssen jetzt mal gucken. Da noch eine Mission. Läuferareal für Metallscherben, okay. Und gibt es auch noch mehr Missionen, die können wir noch annehmen bei der Gelegenheit. Ja, wir sehen uns einfach mal um. Es ist natürlich ein bisschen finster hier, wie so oft. Arbeitsreiche Tage und ruhige Nächte. X, upsa. Ich knabber hier gerade Käsestangen. Also nicht wundern, was ich wieder so rumknusper. Bist ja ein bisschen beleidigt, ne? Schmolz jetzt wieder eine Runde. Meine Katze schmolz. Mein Gott, der Auftritt klingt ja sehr vertrauenserweckend, das macht ja Spaß. Schmolli, Mütze. Ich will komischen Sound wundern. Hier wird bei Twitch gerade ein Katzensnack eingelöst für die Mütze. Hallo Mieze, wie kann ich helfen? Ich glaube nicht, dass es dann wieder geht. Du bist aber optimistisch. Dann geht's wieder, sagt sie. Glaub mir, das Geschmolle hört davon nicht auf. Hallo junge Dame, wo kommst du denn hier? Noch so ein kleines Ungetüm. Moment, Moment, das ist für dich. Der Payne, bist du blind? Hallo, Penny, guck mal. Du auf hier rumsen, das ist aber eine. Träum weiter, Gude. Payne sagt, da muss ja richtig kauen. Ey. Kann man ja gar nicht in einem Stück runterschlucken, das ist ja doof. Jedes Jahr drängen uns die Maschinen immer weiter zurück. Ja, euer Problem mit Maschinen, das lässt mich in Ruhe, im Blödsinn. Holt euch bei jemand anderes aus. Wenn ich nicht verteidigen könnte, ist das euer Problem, wenn ich meine. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Was ist mir los? Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Wer bist du denn? Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster.
Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich, nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Klingt eher so, als ging es hier mehr so um den Besitz. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte, pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Wie heißt der? Ramadan? Nee, Ranaman. Okay. Naja, so ähnlich. Aller Zeugs, wo ist denn der nächste Langhals? Ach, ist da unten. Okay. Bis ich da bin, habe ich das ganze Gebiet schon erkundet. Aber ja, wir machen jetzt mal weiter. Da gibt es eine Metallblume. Und von den Läufern können wir uns ein paar Metallscherben krallen. Die ich für die Schattenspringschleuder noch brauche. Lanzenhorn müssen wir uns dann... Später holen, weil der Kapuze nicht hier genau. Okay. Jetzt ja schon, ne? The Läufers. Was ist denn nochmal gut, um da... Achso, wir wollen gar keine Teile abschießen. Wir wollen ja generell platt machen. Weil wir schon mal dabei sind. Keine Wächter, sehe ich das richtig? Nur Läufer? Das ist ja irgendwie ganz lustig. Du drehst dich doch jetzt nicht weg. Fällt dir denn ein, du Lump? Das bisschen, was die raushauen, eine Metallscherbe, ist aber auch irgendwie ein Witz. Also beschäftigt. Super. Super. Einmal richtig erfolgreich. Meine Güte. Hier soll irgendwo eine Metallblume sein. Ich hoffe, die ist nicht da oben auf dem Kackfelsen. Da habe ich so gar keine Lust drauf. Aber hier so eine Umgebung. Sehe ich sie tatsächlich nicht. Oh, sehr nützlich. Frage, kann ich darauf klettern und wenn ja, wo? Aber jetzt entferne ich mich mal weiter, wenn ich hier um diese Felsen rumlaufe. Ich soll vielleicht doch lieber in der anderen Richtung mal probieren. Gucken, ob ich hier irgendwas sehen kann. Nö. Ja, da sind Möglichkeiten zum Klettern hier mal etwas schwer zu erkennen.
Da oben. Ah, Gott, ein Langbein. Den wollte ich mir jetzt eigentlich nicht prügeln, wenn das nicht sein muss. Hinten. Ah, da sind noch Lanzenhorne. Da müssen wir auch noch was dran erledigen. So ein Herz und so. Nee, Junchen. Wenn ich mit Controller spiele, bist du hier ganz schlecht aufgehoben auf meinem Schoß. Siehst du? Das geht leider nicht. Das funktioniert nicht. Mein Schatz. Da muss er leider runtergehen. Und jetzt ist er mich gleich wieder beleidigt. Damit hat sich das mit dem Snack dann, glaube ich, erledigt. Den habt ihr schon wieder vergessen. So, wir klettern einfach mal darauf. Ich habe eindeutig Klettermöglichkeiten gefunden, in der Hoffnung, dass diese Blume da oben irgendwo rumschwirrt. Und huch, wer bist denn du? Was machst du denn hier oben? Ja, ich habe eine Sprengschleuder. Genau darauf arbeite ich gerade hin, gute Frau. Aber Händler habe ich jetzt nicht gesucht, ehrlich gesagt. Ich muss auch weiter hochkommen, weil da kann ich mich, glaube ich, abseilen. Metallblume schon gefunden. Bitte? Ich dachte, man könnte sich da abseilen. Vielleicht sah das auch nur so aus. Ne, ich glaube, das sieht tatsächlich nur so aus. Man sieht natürlich im Dunkeln auch wieder gut wie nichts. Ne? Wie komme ich denn hier lebend wieder? Aha! Leben wieder runter, war die Frage. Gut, ey. Mann. So. Machen wir doch gleich mal da hinten bei dem Lanzenhorn weiter, weil die muss ich mir ja sowieso noch krallen. Was ist denn hier los? Hat irgendeins von den Kackviechern jetzt irgendwelche Minen ausgelegt? Warum das denn? Was stimmt denn mit euch nicht? Das ist aber Jagdgebiet. Jagen für die Loge muss ich auch noch bezahlen. Wo war das denn gerade, wo ich das bekackten Lanzenhörner sah? Das wäre so in diese Richtung gegangen, aber wie gesagt, das sind ja dann... Ah, das sind... Oh Gott, Pirscher. Ja, mit dem muss ich mich ja auch noch anlegen. Habe ich jetzt also gerade gar keine Lust drauf. Was hat der für Schäden? Oh, ist aber nicht der Pfeil, den ich nehmen wollte, ne? Doch, eigentlich schon. Warum ist denn jetzt hier nicht hochgegangen? Schön leise jetzt. Oh, das wollte ich sehen. Sagt,
finde er gar nicht witzig. Diskutiert oder was ist mit dem? Nimm ein kleiner. Lass mal den Unwind rein. Solche Spielchen habe ich keine Zeit. Und eine hiervon. Oh, da ist schon Pirscher direkt neben mir. Heilige Scheiße, es tut mir leid. Den kommen wir noch.